Na, heute ist Mittwoch. Ich hatte heute frei, trotzdem gibt es nicht wirklich viel zu erzählen. Ich war kurz einkaufen, ich war heute Morgen bei den Stadtwerken, ich habe Videos gemacht und ich war beim Fußball 3 Stunden lang, wo mich aber keiner irgendwie filmen konnte. Von daher, ich hätte was zeigen können, aber wirklich viel passiert ist halt einfach auch nicht. Hab vorhin mit Martin und Konsorten und so ein bisschen geredet, aber ich habe auf YouTube entdeckt, und zwar hat der Metal Daniel 03 wieder ein Remix hochgeladen. Und diesmal ein Remix von dem Boss-Thema aus Mystic Quest. Hammerheftig. Ist auf jeden Fall sofort in der Videobeschreibung. Für jeden, der Mystic Quest auch nur ansatzweise mag, ist der Hammer, der Remix. Sofort anhören. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zu Anita und Mario, noch ein bisschen spielen, ansonsten ist halt nichts passiert. Von daher, ich zeig noch was von den Hunden gleich und das war's heute. Ich war jetzt bei Mario, ich habe ein bisschen Magic gespielt, habe eine gute Bilanz, ich habe ja noch ein paar Karten über, ein paar Decks habe ich ja einbehalten. Aber ich habe ein Problem. Und zwar, ihr habt das ja selber vielleicht gemerkt, in letzter Zeit vlogge ich nicht immer und nicht immer so viel. Und das Problem ist, dass es mir nicht mehr so einen Spaß macht, weil dieses scheiß Update die Software von meinem Handy verändert hat. Und seitdem Update ist die Mikroqualität von meinen Aufnahmen scheiße. Die ist richtig scheiße. Die ist nur gut, wenn man so wie jetzt laut redet. Aber ich kann nicht immer total laut reden und auch nicht immer ist der Klang gut. Und sobald ich in größeren Räumen bin, klingt das total dumpf und scheiße. Und wenn ich den Kopfhörer drin habe, habt ihr ja selbst gemerkt, dann nimmt er auch noch dieses kleine Mikro auf. Und ich habe jetzt keine Lust zu warten, bis irgendwann ein Android-Update kommt, dass das wieder verbessert. Deshalb, ich brauche jetzt eure Hilfe. Ich habe ein Sony Ericsson Xperia Mini. Und ich habe dieses blöde PC Companion installiert. Und das hat dieses Update gezogen. Ich hätte jetzt gern wieder, ich will den downgraden. Ich will dringend wieder das Android, was ich davor hatte, damit ich wieder Bock habe am Vloggen, damit mein Handy wieder diese alte geile Tonqualität hat, wie davor. Der Unterschied ist wirklich beachtlich. Und das hätte ich wirklich gerne. Ich werde jetzt morgen noch vloggen für euch, weil morgen wird hoffentlich mehr passieren als heute. Am Donnerstag, ich habe morgen auch frei. Und werde das dann zusammenschneiden und dann hoffe ich, dass mir irgendjemand per Skype helfen kann. Also nicht bitte nur Seitenschicken. Ich habe keine Ahnung von diesem Android-Kram und diesen ganzen Sachen. Vielleicht kann mir irgendjemand bei Skype mal da ein bisschen bei helfen, dass ich das wieder gedownloadet kriege. Wir sehen uns morgen. Na, ich bin gerade bei Gandalf. Eigentlich wollte ich Fairy Tail oder One Piece abholen, die neuen, aber hatten sie nicht da. Jetzt habe ich das, um die Lücke zu füllen, habe ich Death Note, den zweiten habe ich mir jetzt, hole ich mir jetzt und den neunten Shaman King. Damit ich was lesen kann, dann kommt hoffentlich bald Fairy Tail. Mal hoffen. Na, ich bin jetzt beim Fußball. Das ist so krass hier, pass auf. Das ist keine Wolke am Himmel. Da hinten läuft Johannes sich warm. Das hier ist der Norder Sportplatz, falls euch das was sagt. Ja. Und hier wird jetzt gespielt. Ich war hier zwischendurch immer mal wieder, aber ich habe ja eigentlich meine Mittwochs- und Samstagsgruppe. Aber hier, einige haben jetzt angefangen hier auch zu spielen am Donnerstag. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann machst du da halt auch mit, wenn Donnerstagszeit ist. Sofern ich da kein Handballtraining habe, wobei ich jetzt eh gucken muss. Ich weiß nicht, ob ich das mit meiner A-Jugend weiterhin schaffe, die zu trainieren. Auf jeden Fall nicht hundertprozentig, weil ich einfach eine Fernbeziehung führe nach Fehmarn. Und wenn die Saison losgeht, ich müsste praktisch andauernd am Wochenende, am Samstag oder am Sonntag mit meiner A-Jugend irgendwie trainieren. Nicht trainieren, sondern die Spiele machen. Und ich weiß nicht, ob ich das dann zeitlich hinkriege. Weil, naja, ich würde auch mal ganz gerne am Wochenende dann irgendwie nach Fehmarn. Und teilweise sind halt dann echt viele Spiele am Wochenende. Ich weiß nicht, ob ich das kann zeitlich, ob ich das will zeitlich, müsste ich mich jetzt mal mit meinem Obmann Winnie mal unterhalten und mal durchsprechen, weil mir einfach meine Beziehung wichtiger ist, als, auch wenn es mir so viel Spaß macht, als mein Trainerposten. Weil beides geht im Moment zeitlich einfach nicht zu vereinbaren. Oder mal gucken, ich weiß es nicht. Ich muss auch noch arbeiten und will Videos machen. Muss Videos machen, wie man es so sieht. So, ich bin ein bisschen früher da, ich werde jetzt noch Schatzi anrufen und dann mal gucken, dass die Leute hier so langsam eintrudeln und dann wird schön gekickt. Mal gucken, wie lange wir bei der Hitze heute durchhalten. Hier ist nämlich kein Schatten, hier ist nichts. Wow. Hammerheftig. Wir sind fertig. Es sind ordentlich da gewesen. Wir haben, glaube ich, was haben wir gespielt? 9 gegen 9. Ihr seht das hier ungefähr.
auf so einem großen Feld. Die haben so eine Plastiktore. Die sind nicht so komplett klein, aber auch nicht so mittelgroß. Also eine richtig gute Größe. Wir haben 6-5 am Ende gespielt. Ich fand, ich war heute gut. Ich habe ziemlich geil verteidigt, habe auch schöne Bälle nach vorn getrieben. Tor habe ich heute nicht gemacht. Ich habe auch hier, ich habe meine anderen Fußballschuhe nur an. Das behindert mich ein bisschen, weil hier, weiß nicht, ob man es jetzt gesehen hat, das ist ein anderer, ich habe eigentlich so Noppen, also so Stollen, so Plastikstollen. Und mit den Dingern hier, mir fehlt so ein bisschen der Grip beim Starten, beim Sprinten vor allem und beim Schießen, weil man auf einmal wieder dichter über dem Boden ist. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Ich fand es ein bisschen störend, weil meine Fußballschuhe sind noch bei Schatzi, weil ich ja eigentlich gestern und heute eh auf Fehmarn sein wollte. Und jetzt sind sie halt noch da. Das nächste Mal muss ich sie einfach immer bei mir haben. Ich muss immer meine Fußballschuhe bei mir haben. Hat sehr viel Spaß gemacht, war eine echt entspannte Truppe. Genau richtig Ehrgeiz, auch wenn die am Ende alles schon ziemlich kaputt waren und ich dann ein bisschen allein auf weiter Flur gekämpft habe. Naja, ja, ich werde jetzt noch zu Mario und Anita. Ich muss die letzte Zeit nutzen, weil die beiden, also Mario hat einen Job in Hamburg. Der ist jetzt bald weg, Ende der Woche. Deshalb müssen wir die Zeit nochmal richtig nutzen. Nostalgie-Alarm habe ich fast fertig. Es geht um ein Sportspiel. Das kann ich euch schon mal verraten. Aber ich bin sicher, diesmal werde ich heute Abend nochmal irgendwas zeigen. Denkt dran, dass ihr euch Gedanken macht wegen dem Downgrade vom Android. Das ist mir sehr wichtig. Na, ich bin völlig im Arsch. Ich bin so kaputt. Ich habe mich gerade geärgert bei Dominion. Es lief so gut. Ich hatte so ein cooles Deck und Mario hat dann ganz knapp das scheiß Spiel beendet und hat gewonnen. Und eben habe ich gegen Dreamholz verloren. So eine Scheißkarte. Mein Fünffarbiges lief so gut. Weißt du, Drachen, 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 er, Dreamholz, ich habe gewonnen. Und dann saß ich hier nur noch rum. Hier spielen wir gerade ein bisschen Magik. Was hast du da, ein Mock Fanatic? Hm? Du Penner. Der opfert sich mal. Er macht meine Izumi Grave Robber tot. So. Wir haben genug gespielt. War heute richtig cool. Wir hatten heute richtig schöne Duelle. Es kommt ja bei Magic, gerade beim EDH immer mal vor, dass weil man halt nicht so gut beeinflussen kann, was man wie zieht, dass der eine vielleicht zu wenig Länder hat, dass der eine nur Länder zieht und dass dann die Duelle nicht so ausgewogen sind. Heute hatten wir aber richtig schöne Duelle. Decks auf Augenhöhe. Wie gesagt, er hatte sein rot-schwarzes Goblin-Deck. Ich hatte ein blau-schwarz-grünes Friedhofsdeck. Halt EDH-Style. Ne? Und das erste habe ich verloren, dann habe ich gewonnen. Das war richtig schön, das tragen wir irgendwann nochmal richtig aus. Mein fünffarbiges, das war frustrierend. Das lief richtig gut. Ich hatte mit Kaya ganz schnell Draco und andere Drachen drin. Hätte nur noch einmal angreifen müssen. Und dann spielt er Dreamholz und haut Sachen raus ohne Ende mit Storm. Und Dreamholz, das ist einfach lame. Vor allem, das Deck läuft richtig gut, man spielt richtig schön und er spielt eine Karte, wupp, hier, ich habe jetzt gewonnen. Also, es war, ich meine, okay, darauf basiert sein Deck. Aber es war in dem Moment halt frustrierend. Das andere Duell habe ich dafür aber gewonnen mit meinem anderen Friedhofsdeck. Ich mag Friedhofsdecks. Ja, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Anita muss im Moment an ihrer Arbeit arbeiten, deshalb spielen wir weniger Dominion und Mario und ich eher Magic. Auch nochmal ein bisschen Magic spielen, bevor er dann abhaut und wir eh nicht mehr zu Magic spielen kommen. Ja, ich bin gleich zu Hause bei der Let's Play-Diskussion. Haben sich nicht wirklich neue Themen ergeben. Es waren noch ein paar Leute, die haben ähnliche Kommentare geschrieben, wie ich bereits vorgelesen habe. Von daher würde ich sagen, ist das ein gutes Ende für die Diskussion in diesem Fall. Es haben halt wirklich die meisten von euch geschrieben, um das vielleicht nochmal jetzt zusammenzufassen, dass sie das genauso sehen wie ich, dass sie das auch sehen, dass die Let's Plays alles überfluten mittlerweile. Es haben aber halt auch Leute geschrieben, dass denen die Let's Plays natürlich trotzdem gefallen und darum ging es mir halt auch gar nicht. Irgendwas hängt hier. Ich wollte jetzt ja auch nicht schon wieder sagen, Let's Plays sind doof oder Let's Plays haben keine Berechtigung. Darum ging es mir überhaupt nicht. Es ging mir darum, dass irgendwie so viele Leute, halt auch Leute, die eigentlich für kreativen Content stehen, jetzt angefangen haben, Let's Plays zu machen. Und ich irgendwie das ein bisschen zwiegespalten sehe, weil irgendwann gibt es dann nur noch Let's Plays und dann ist alles übersättigt. Und was dann? Man will ja nicht wirklich nur Let's Plays sehen. Auch wenn die Game Grumps, die sind ja nicht schlecht, die sind ja irgendwie witzig. Darum ging es mir auch nicht. Ich fand es halt trotzdem schade, dass John Tron da irgendwie jetzt Zeit opfert für Let's Plays. Was mich aber richtig aufgeregt hat, war, dass dann viele meinten, ja, aber Bladi macht doch jetzt nicht nur Let's Plays, habe ich auch nie gesagt. Ich kann es nicht ab, wenn mir Worte in den Mund gelegt werden, die ich nie gesagt habe. Auch bei hat mich auch sehr aufgeregt, bei meiner Batman-Review habe ich ja den Teil gemacht mit Spoilern. Und da habe ich dann unter anderem gesagt,
habe ich nochmal begründet, dass mir Bane halt zu platt vorkommt, da seine Beweggründe sehr einfach gestrickt sind. Damit meinte ich, ich überlege gerade, ich mache hier alles kaputt. Ich muss jetzt gucken, dass ich spoilerfrei formuliere. Ja, ich lasse es jetzt. Ich will nichts verraten. Auf jeden Fall haben dann Leute gesagt, ja, aber dann guck doch nochmal Batman Begins. Dann wirst du das und das verstehen. Was habe ich hier runtergeschmissen? Oh, mein Einkaufschip. Und da habe ich mich übelst aufgeregt. Ich habe Batman Begins bestimmt 5-6 Mal gesehen. Ich weiß genau, warum Bane macht, was er macht. Das ändert aber nichts daran, dass die Ziele von Bane und einem gewissen anderen jemand ziemlich banal sind. Ne? Es geht da zwar um, ich sag mal, familiäre Hintergründe. Es gibt auch Personen, für die sie da etwas tun. Aber im Endeffekt, das darf ich ja ruhig sagen, das ist ja bekannt, wollen sie halt Gotham City zerstören. So, und das ist was anderes als der Joker. Der Joker, der hatte kein wirkliches Ziel. Der hatte einfach Spaß an dem Ganzen, wollte Chaos irgendwie erschaffen und hat halt alles immer so perfide genau durchgeplant, hat immer genau geplant, was passiert, wenn ich das mache. Dann, die haben mich da eingesperrt, das war mein Plan. Ich wollte da eingesperrt werden, damit ich die als Geisel nehmen kann. Und er hat die extra vertauscht und die Adressen vertauscht, damit das und das passiert und Batman innerlich zerstört wird. Und das Harvey Dent innerlich zerstört wird und dass er ihn zum Boot reißt und so weiter. Er hat alles durchgeplant und das war einfach geiler. Darum ging es mir. Und ich sag das jetzt einfach wieder. Ich werde richtig aggressiv, wenn Leute auf Kommentare von mir eingehen und dabei vorher gesagt ist, total außer Acht lassen. Wenn ich also 10 Minuten lang rede, dass ich Bane toll finde, was ich gesagt habe, ich mag Bane, und dann sage ich 10 Sekunden lang, was ich schlecht an ihm fand, dann haben die Leute so, oh, warum findest du Bane denn schlecht, das geht mir so auf den Sack. Entweder ihr kommentiert alles, was ich sage und guckt euch alles an und gebt dann eure Meinung dazu, aber nicht so ein Stückwerk zu irgendeinem Satz, den ich sage, ohne alles andere, was ich zu dem Thema sage, außer Acht zu lassen. Na gut. Das waren meine beiden Freitage. Viel Sport. Ich bin richtig im Arsch. Ich habe bestimmt einen Sonnenbrand an den Waden. Ich lade das jetzt für euch hoch. Macht euch da mal Gedanken über euer Kommentarverhalten. Denkt bitte dran, wenn ihr da vom Android was wisst, dass ihr mir da vielleicht ein bisschen helft. Das würde mich echt freuen. Wir sehen uns morgen am Freitag.